Und ich darf begrüßen zuerst den Kommissar Nestrovic. Er ist ein Filmemacher aus Schaffhausen und der sogenannte Vertreter der jüngeren Generation. Und dann haben wir den Martin Schlepper, der ist Ihnen natürlich allen immer noch bekannt als langjähriger Journalist und Redaktor, Bundeshausredaktor, zurzeit aber erst schon seit dem Jahr 2003 verantwortlich für die Direktion Wirtschaftspolitik vom Mikrogenossenschaftsbund. Bevor wir zum ersten Redner kommen, möchte ich noch eine kleine Werbung in eigener Sache machen. Die Neue Elitische Gesellschaft, ich habe Ihnen gesagt, organisiert den Bundesmarkt. Die Neue Elitische Gesellschaft organisiert aber auch zahlreiche andere, ganz gute Veranstaltungen, die sich lohnt, dabei zu sein. Wir haben einen neuen Flyer kreiert, der liegt bei Ihnen auf dem Tisch. Es würde uns freuen, wenn Sie den ausführen, und es würde uns freuen, wenn Sie mit dem zu einem Mitglied von der MHG Schaffhausen führen. So, jetzt aber zum ersten Testredner. Ich habe es Ihnen gesagt, es ist der Schaffhauser Filmemacher Tomislav Nestrovic. Der Tomislav Nestrovic ist im Jahr 1979 in Kroatien geboren, ist mit 18 Monaten in die Schweiz gekommen und ist dann in Jesau aufgewachsen. Er hat ein Lehrerseminar in Kreuzlingen erfolgreich absolviert und mehrere Jahre in Winterthur unterrichtet, bevor er dann in die Medienarbeit gewechselt hat. Er war bei Radio Uno tätig, er war von Schaffhauser Nachrichten tätig und seit 1999 jetzt tätig als freier Filmemacher und er ist auch seit dem Jahr 2001 hier in Schaffhausen wohnhaft. Herr Nestrovic, ich darf Sie bitten, da drüber zu kommen. Wir sind gespannt, was Sie uns sagen hören. Liebe Schaffhauserinnen und Schaffhauser, als mich die neue helvetische Gesellschaft anfragte, ob ich diese Rede halten wolle, musste ich lange überlegen. Nicht, weil mir das Reden vor so vielen Leuten Mühe bereiten oder mir keine passenden Inhalte einfallen würden, sondern vielmehr, weil ich gebeten wurde, etwas über mich zu erzählen. Also nichts über den Rückenschwur, die Schweizer Neutralität oder einen allfälligen EU-Beitritt. Es sollte vielmehr etwas Persönliches sein, etwas über meine Sicht auf dieses Land. Und genau hier lag auch das Problem. Denn im Verlauf meiner 30 Lebensjahre habe ich mir derart viele Gedanken über dieses Land gemacht, dass ich mich fragen musste, ob ich überhaupt fähig wäre, mich auf das Wichtigste zu beschränken. Vor allem, wenn einem so vieles wichtig ist. Da mich die meisten von Ihnen nicht persönlich kennen, muss ich vielleicht anmerken, dass ich von Natur her ein extrem neu- und wissbegieriger Mensch bin. Schon im Alter von 7 Jahren, also in der 2. Klasse, beklagte sich meine Lehrerin bei meinen Eltern, ich würde zu oft aufstrecken und ihr zu häufig Fragen stellen. Sie sollten dies doch bitte abstellen. Aber glücklicherweise weigerten sich meine Eltern, dieser Anordnung Folge zu leisten. Im Gegenteil. Sie bestärkten mich sogar, mir meine unersättliche Lust nach Wissen und Neuem niemals von irgendjemandem schlecht reden zu lassen. Ich war also gierig nach Neuem. Mir reicht ein einzelnes Argument nie, um mir eine Meinung über etwas zu bilden. Meine Geografie und Weltsicht waren ständigen Umwälzungen unterworfen. Und so gab es auch selten längere Phasen der Kontinuität. Wahrscheinlich liegt es gerade an diesen vielen Veränderungen, die ich stets über mich ergehen lassen musste, dass ich heute als Erwachsener eher vorwärts als rückwärts gewandt denke. Natürlich habe ich auch viele positive Erinnerungen an meine Kindheit, doch es waren eher die negativen, die mich zu dem machten, was ich heute bin. Zu einem Menschen, der nichts als selbstverständlich ansieht. Und dies ist auch der Grund, weshalb ich die Tatsache, hier vor Ihnen auf dem Kronbachplatz zu stehen und meine Gedanken und Gefühle offen aussprechen zu dürfen, als eine große Ehre und alles andere als eine Selbstverständlichkeit erachte.
Es ist vielleicht sogar der Tag, an dem meine lange Reise der Integration ihren Höhepunkt erreicht. Ich fühle mich sehr wohl, hier vor Ihnen zu stehen und empfinde mich trotz meiner fremden Herkunft als einer von Ihnen. Also kein halber Schweizer, sondern ein ganzer. Es gibt nicht nur eine Schweiz, meine Damen und Herren. Es gibt Millionen. Für jeden von uns ist die Schweiz etwas anderes. In dieser Hinsicht kann und darf es also keine Objektivität geben. Das Subjektive entscheidet. Fragen Sie 100 Schweizer, was für sie die Schweiz ausmacht, und sie halten mit Bestimmtheit 100 verschiedene Antworten. Sei dies aufgrund einer politischen Ideologie, persönlichen Erfahrungen oder schlicht durch Kenntnis der Schweizer Geschichte. Wird beispielsweise eine 1. August-Rede, Toleranz in unserem Land, als eine unserer höchsten Errungenschaften gefeiert, wird das gleiche Wort zur gleichen Zeit von einem anderen Redner fast schon als Schimpfwort benutzt. Was ist die Schweiz also? Was ist unser größter gemeinsamer Nenner? Was verbindet uns? Ich weiß es nicht genau, aber etwas weiß ich auf jeden Fall. Es ist mehr als ein singular stehender Name eines kleinen Landes im Herzen Europas. Flüsse, Berge oder Schluchten waren für Menschen seit jeher natürliche und schwer zu überwindende Hindernisse. Im Laufe der Zeit haben wir jedoch Mittel und Wege gefunden, diese Hindernisse und Grenzen zu überwinden. Grenzen zu überwinden, meine Damen und Herren, war schon seit immer eine der herausragenden Fähigkeiten der Eidgenossenschaft und der späteren Schweiz. Egal ob Sprachgrenzen, religiöse, alpine oder auch kulturelle Grenzen, stets war unser Land imstande, die ihren Weg stehenden Hindernisse zu überwinden und das Neue und Unbekannten das Ihre zu machen. Diese jahrhundertealte Tradition, dieses Streben nach Integration und Perfektion ist auch mein Lebensantrieb und verbindet mich mehr als alles andere mit der Schweiz und ihrer Geschichte. Aber nicht nur deswegen verspüre ich die allerhöchste Achtung vor den von Ihnen und Ihren Vorfahren erkämpften Errungenschaften und Freiheiten, von denen nicht zuletzt auch ich tagtäglich profitiert. Können wir uns heute sorglos über die Rheinbrücke bewegen, so musste irgendwann einmal jemand den Rhein ohne diese Hilfe überqueren. Und das nicht risikolos. Schwimmen zu können half zwar, aber wenn jemand verlor den Halt oder die Kraft. Nicht nur die Neuhauser unter uns verstehen, was ich damit meine. Als ich meine Eltern vor gut 30 Jahren mit einem einzigen gemeinsamen Koffer Richtung Schweiz aufmachten, konnten sie, symbolisch gesprochen, nicht einfach bequem über eine bereits bestehende Brücke spazieren. Sie mussten schwimmen. Sie hatten schlicht keine andere Wahl. Auf der anderen Seite angekommen waren es aber solche Menschen wie meine Eltern, die uns, den Sekundus, den Weg in dieses Land geben. Fortan mussten wir nicht mehr schwimmen, sondern konnten sicher und trocken über diese gefährliche Grenze hinwegschreiten. Zwar immer noch mit einem gewissen Respekt, doch wir wussten zumindest, dass uns jemand auf der anderen Seite willkommen heißt. Zeiten ändern sich. Und deshalb bin ich voller Hoffnung, dass meine Kinder dereinst ohne Angst über diese Brücke gehen können. Vielleicht sogar im Glauben, es sei festhalten. Überall auf der Welt verfügen Bürger eines Staates über Rechte und Pflichten. Als ich eingebürgert wurde, bestand eine der Pflichten darin, über die Schweizer Geschichte und ihre politische Struktur eine mündliche Prüfung abzulegen. Dass ich zu jener Zeit das gleiche Thema im Lehrerseminar behandelte, macht es für mich natürlich einfach, vor der Einbürgerungskommission zu glänzen. Was mich jedoch schon damals störte, war diese Fixierung auf Inhalte. Macht mich die Tatsache, dass ich das politische System unseres Landes kenne, dass ich Seen, Berge und Bundesräte benennen konnte, jetzt zu einem Schweizer?